Guten Morgen in Genti. Guten Morgen. Heute ist der 7. Juni. Huch. Tür. Warum machst du Koch? 8.14 Uhr. Da haben wir den Salat. Moin! Bitte! So, heute fahren wir von Gentin, war ein netter kleiner Hafen. Jetzt ein bisschen, ja, nur Wanner so gefühlt. Aber Netto war direkt gegenüber und so fürchterlich weit auch nicht bis zur Innenstadt. Doofe ist halt, der Hafenmeister kommt erst um 5:30 und vorher kommt man weder an die Dusche noch an Klo oder Strom oder irgendwas. Also mit Nachmittags in Ruhe, Klo, Dusche, Körperpflege sozusagen war nichts. Wir fahren nach Haldensleben, heißt der Ort, ne? Die Stadt. Ja, genau. Haldensleben, ja. Und da haben wir zwei Schleusen. Die erste Schleuse Zeuthen oder so mit 5:80 und dann die größere Hohenwarte. Michael und Namen. Hohenwarte, die heißt Hohenwarte. Mit 16 Metern, dann geht es über die Elbe, durch den Tor. Mal gucken, wie das da geregelt ist. Man darf aber nur im Schlepp von Frachtern fahren. Wahrscheinlich gibt es Begegnungsverbot. Schauen wir mal. Also nicht im Schlepp, sondern im Konvoi. Und entweder übernachten wir da an dem Anleger vom alten Schiff Seeberg. Oder wir fahren weiter nach Haldensleben. Da rufen wir dann an, wenn wir uns was frei halten können oder was frei ist, fahren wir weiter nach. Genau. Hier wurde es gestern Abend auch noch voll. Kamen auf einmal ganz viele hier aus westlicher Richtung. Oder mehrere, ganz viele ist übertrieben. Zwei. Drei, vorne lag auch noch einer. Aber das reicht ja für den kleinen Hafen. Ja, der war voll. Man nur zwei Gastliegeplätze hat, sind drei ja schon viel. Also. Na gut, wir fahren jetzt weiter den vielleicht nicht ganz so spannenden Elbe-Havel-Kanal und schauen mal.
dir zentrale Meldung. Dazwischen mal hier rechts ein Steuerbord. Könnten wir jetzt runter zur Elbe fahren über den Parea Verbindungskanal und dann die Elbe, ja, nach Hamburg oder was auch immer, vorausgesetzt, sie hätte Wasser, hat sie bei Dömenz im Augenblick nicht. Wir fahren aber schräg links weiter den Elbe-Havel-Kanal, der an manchen Stellen recht hübsch war, fast flussähnlich, aber ist natürlich links und rechts Wald, über 5 Stunden ist dann auch der schönste Wald mal ein bisschen eintönig. Ne? Ja, aber die Stimmung ist ganz nett. Ich meine, es ist diesig, aber es ist alles ganz ruhig. Ja. Kaum, ich glaube, 2 Frachter kamen uns entgegen, ansonsten ist nichts los auf dem Wasser. Ist ja auch noch früh am Tag. Also wir sind ja auch früh los. Ja. Insofern alles schön. Sind ja auch noch eine Weile unterwegs. Genau. Schleuse für Sportprotressive. Guten Tag, wir laufen gerade ins Unterwasser ein und würden bei nächster Gelegenheit nach oben schleusen. Auf wie lange müssen wir uns denn einrichten? Wartezeit. Bestimmt, dass wir nämlich gerade im Oberwasser einen Schifffahrt hochgeschleust. Und ja, legen Sie erstmal noch am Sportmotor an. Wir rufen Sie nachher auf. Gut, halbe Stunde machen wir. Vielen Dank. Ja, kann auch ein bisschen länger dauern, ja. Wir warten an Halt und Hören. Dankeschön. So, gute halbe Stunde, kann auch länger dauern. Ja. Machen wir jetzt fest? An dem kleinen Ponton. Nee, was davor, oder? Warum? Da, wo das blaue Ding draufsteht? Ja, genau. Weiter vor darf man nicht? Nee. Da steht Halt. Und hier unten ist ein bisschen arg flach. Aber der Ponton ist doch gut für uns. Dieses Holzding da? Ja. Das hier ist für Leute mit Hund. Ja, sonst müssten wir noch vor dem Holzding nein, halten, aber da haben wir nichts Vernünftiges. Nee, machen wir den Hals Holzding fest. Ja. Also vor 11:30 kommt nichts. 9:55 haben wir, ja, gibt es Frühstück. Hängen die Fender gut von der Höhe her? Ich glaube ja. Okay. Auch da muss ich runtersteigen, das bringe. Ja, aber dann warte, bis ich dran bin, ne? Den eins weiter vor und ich nehme den hier hinten. Genau. Ich halte. So, 10:08 Uhr. Zerbenschleuse. Und hier gibt es jetzt Frühstück. So, das kam jetzt ganz überraschend. Wir dürfen auf einmal losfahren.
Das ist ja mal nett. Da schleust er uns wahrscheinlich ganz alleine. 10.49 Uhr. Und in den Großschifffahrtsschleusen haben wir uns jetzt beschworen. Wer hier hinten nicht in der Reling rumturnt, trägt, wenn er dran denkt, eine Dampfweste. Vielleicht hat er auch gesehen, dass ganz lange frontal nichts kommt. Jo. Ja, wir gucken. Ja, nimm du mal die Leiter. Darf man doch was? Wir machen das einfach. Ich nehme daneben den Poller. Bitte was? Ja, ja. So, jetzt wird es hier 5 Meter hoch gehen. Ja. Hoppala. Was sagt der Heidi? Ich habe nichts mitbekommen. Gut, das war alles. Alles klar. Die sind an Backbord, oder wie? Bitte was? Wenn du nach vorne sprichst, verstehe ich hier nichts. Ja, so rum verstehe ich's. Die dreht sich immer nach vorne und spricht und glaubt, ich höre das hier. Am Kran sind Taucher, also fahren wir ganz nach Steuerbord rüber. Öffne mal hier einen Kommunikationskanten, also vielleicht höre ich dich denn. Jetzt schwimmen wir es dir wieder aus. Willst du noch? Ja, ich glaube schon noch was weg drin. Die Taucher werden da wohl irgendwas an Wehr machen. Das ist da direkt links. Na gut, wir fahren weiter Richtung Hohenwarte. 20 Kilometer, 2 Stunden.
sind in Borg. Am Bootshafen vom BSF Borg. Wir hatten erst überlegt, hier Stopp zu machen. War mal so eine Alternative. Aber es wäre doch ein sehr kurzer Schlag gewesen jetzt von Gentin. Ist aber auch ganz öffentlich außerhalb der Stadtmitte. Die muss hier irgendwie weit links sein. Sieht aber auch ganz beschaulich aus. Zwei Häfen, wobei das da links, ja, nicht so richtig nach Gastliegern aus. Naja, zwischenzeitlich ist die Sonne rausgekommen. Dann bist du wieder weg. Jetzt ist es warm, jetzt ist sie wieder weg, aber es ist immer noch warm. Ja, es ist warm. Außerdem nehmt ihr an einem sozialen Experiment teil, das kann man an der Stelle mal erzählen. Jetzt schon, ist noch ein bisschen früh. Echt? Ja. Na gut, wir wollten es eigentlich öffentlich machen, ja. Aber nein. Ja, dann mach öffentlich. Nein, alles gut, alles gut. Dann erzählen wir das morgen im ersten Film. Heidi traut sich noch nicht. Doch, ich traue mich auch. Aber erst morgen. Ich traue mich auch jetzt. Wir erzählen das einfach erst morgen. Jetzt bin ich auch dafür. Wir sind halt kindisch, das ist genau das. Das ist es. Genau, das sind wir auch. Ja. Na gut. Wir werden schon noch erfahren. Wir wissen es dann. Wir wissen auch, wie es aussieht, also wenn der Film gesendet wird, ne? Oder das heißt gesendet, wenn der veröffentlicht wird, dann wissen wir auch, wie es ausgegangen ist. Jetzt noch nicht. Wir nähern uns dem Wasserstraßenkreuz Hohenwarpe. Voraus sehen wir jetzt schon die Schleuse. Hier rechts vor der Schleuse geht es raus in den Niedripper Verbindungskanal. Da kommt man wieder in die Elbe, auch nochmal eine kleine Schleuse. Und direkt voraus ist die Schleuse, die uns auf das Niveau über der Elbe hebt, sodass wir dann über die Trogbrücke über die Elbe fahren können, weil die geht jetzt 18 Meter hoch. Auf Talfahrt. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich, dass man das kleinere Siebchen so, in 18 Meter. Das rechte lang. Schleusentor ist dauergesperrt, da sind zwei rote Lampen untereinander. Also kann man links ist geschlossen und jetzt müssen wir mal gucken. Bei den Blinklichtern sieht man es noch nicht. Die weißen Lichter sind beide durchgehend an. Naja, ist auch egal. Sieht ein bisschen so aus, als hätte man einen Backbrochenanleger, ne? Ich weiß nicht, was das da ist. Wir fahren jetzt zuerst mal ran. Gucken. Und gucken und dann melden wir uns bei der Schleuse an. Ja. Das ist ein Gerät. Okay. Sieht aus wie ein Laster ohne Anhänger und im Wasser ist, was vielleicht mal auf dem Anhänger war. Weiß ich nicht. Guck selbst. Ja, lässt du doch mal. Bitte. Ich nehme es mal Steuer einfach nur voraus, dann kann ich ja mal in Ruhe die Lage peilen. Das sieht auch wieder nach Tauchern aus, da sollte man ein bisschen Abstand halten. Das da hinten ist nicht Sport. Das rechts ist auch nicht Sport.
doch bei lauter Fest nochmal hier rechts. Und zwar in einem Abstand, wie für Sportler gedacht. Ja, dann nimm doch mal Gas raus und hoch mal an. Ja. Und das nicht weiter. Bodenwartenschleuse für Sport oder Dressierte. Und hier ist die Wartenschleuse. Schönen Tag. Wir laufen gerade ins Unterwasser ein. Guten Morgen. Und suchen den Sportbootanleger. Ihr sucht den Sportbootanleger. Oh, ganz schwer. Ganz schwer. Das ist wahrscheinlich sind wir einfach blind, aber wir haben ihn trotzdem noch nicht entdeckt. Das ist jedenfalls nur die linke Schleusenkammer offen. Ja, unabhängig davon, welche Kammer offen ist, ist der Sportbootanleger immer an derselben Stelle. Und zwar da, wo dieses Boot vom THW liegt. Okay. Das Boot sehen wir, dann haben wir nur das Schild nicht gesehen. Vielen Dank, wie lange müssen wir denn warten ungefähr? Das schon. Das ist nämlich der Liegeplatz für Sportboot und dann seht ihr, wo die andere Begrenzung ist und dann habt ihr noch genug Platz, euch dahin zu packen. Jetzt sehen wir auch das Schild. Vielen Dank. Da packen wir uns hin. Wie lange müssen wir uns denn packen ungefähr? Ich verstehe im Moment gar nichts. Erstmal vielen Dank. Ja, wir sehen das Schild und dann die Frage, wie lange müssen wir uns denn da hinlegen ungefähr? Ungefähr über den Daumen. Sag mal so. Licht mal eine Stunde an. Gut. Vielen Dank, dann werfen wir mal die Kaffeemaschine an. Na, aber sowas von, und wenn Mittag noch nicht geschafft ist, ne, dann habt ihr dafür auch noch genug Zeit. Ihr werdet dann, so wie das bis jetzt aussieht, mit der Sachsenanne, mit dem Fahrgastschiff, hochgehen, aber das kommt nach 15 Uhr. Ne? Wissen wir Bescheid, vielen Dank. Heidi, machst du mal einen Backbord, klar? Warum ich euch so lange warten lasse, wir müssen mal versprochen. Das bleibt ihr Thema. Da haben wir kein Problem mit, danke. Das ist gut so, Dankeschön und dann bis nachher. Kannst du ruhig weiter vorfahren, oder? Nee, musst du hier bleiben. Ich muss eigentlich hier bleiben. Guck mal, da nimmt der sogar noch jemand eine Leine ab. Das tue ich. Nein, schlägst den Mann nicht mit der Leine. Alles gut, Rest kommt von allein. Ups. Ja. Du kannst den Mann die Leine auch wieder ab. Schon angemeldet? Ja. Wir haben nur Schild vorher nicht gesehen, deshalb muss man uns noch ein bisschen verarschen lassen, weil wir zum Wind sind. Ja, die machst du die nochmal richtig und nimmst ja auch noch um. So, 13.09 Uhr. Er sagt, wir sollen auch noch Mittag essen, nicht nur Kaffee trinken. Wir warten jetzt auf das Fahrgastschiff. Das ist erst für 2 angekündigt. Lass mit dem erstmal vorbei, ne? Ja. So richtig vorbei. Aber der hat richtig Tempo, also allzu viel müssen wir ihn nicht vorbeilassen. So, wir haben gerade von der Schleuse schon das Okay bekommen. Da gab es anscheinend Schichtwechsel. Hinter der Sachsen-Anhalt dürfen wir rein und wir müssen an Schwimmpoller Nummer 7 an Steuerbord festmachen. Also gab es ja genaue Anweisungen. Hol mal schon mal die Vorleine rein und ich hole die Achterleine rein. Ja, jetzt ist auch Flotti unterwegs hier. Auch liegen lassen. Gleich ruhiger das Wasser, oder? Ja. Wenn der da vorne einen Schraube weg hat, vorher nicht.
So, jetzt guck mal, ob du die Nummer siehst. Pass du mal auf da vorne. Meine Fresse. Guck mal nach der Nummer, ich sehe die 8. Hier ist 8 und dann ist die 7 davor. Da komme ich aber jetzt nicht hin, wenn das so schaukelt, Micha. Hört das irgendwann mal auf? Ja. So, kannst du jetzt raus? Und richtig festziehen. Ist ganz kurz fest. Sportboot liegt fest. Ja, danke, geht dann auch gleich los. So, dauert jetzt ein bisschen hier. So, 14:40. War eine lange Reise hier hoch. Aber der Schwimmpoller funktionierte wunderbar. Jetzt hol mal rein, wenn der Motor läuft. Warte doch mal, das Pavillon. So, rein. Und dann komm du erst mal rein, dass es hier zu Ende geschaukelt ist. Jetzt weiter rechts, oder? Bleibst im Kielwasser. Ich bleibe eigentlich lieber genau im Kielwasser. Deshalb hat das auch vorhin so lange gedauert, hier beim Hochsteufen. Achso, du bist dann noch beschäftigt. Die Wartestelle ist erst hinter der Brücke. Ja, aber das P eingezeichnet ist. Wir sind noch nicht an der Wartestelle, an der Schleuse. Kommen wir jetzt erst von hier. Ja, ja, richtig. Und die Wartestelle für Sportboote kommt erst noch. Guck mal, der hier hat schon das Okay gekriegt zum Reinfahren und kommt uns jetzt erst rein.
Was steht denn da im Kleingedruckten unter Sport? Kannst du das schon lesen? Kannst du schon lesen, was am Kleingedruckten unter Sport steht? Ja, wird als Konvoi definiert. Es kommt auch keiner von vorn. Und viel schneller gemeint. Wir gegen den Wind, okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir auf die Helme runterkommen. Auf alle Fälle wird es gut windig dafür. Und unser Schiffchen ist ein kleines bisschen zu niedrig, um rüber zu kommen. Also wenn ich mich vorne raufstellen würde, könnte ich gucken. Da ist wieder dieser Schlackenberg. Bitte? Dieser Schlackenberg ist da wieder. Guck mal, jetzt einmal so rumgefahren. Magst du mal steuern, dann kann ich mal filmen gehen. Dein ist ein bisschen kabelig, das ist halt andere Kamera. Schön ist das nicht. Ja, aber sehr leide lassen, ja? Du kommst aber schnell wieder. Ja. Kommst du wieder? Ja, doch. Gefällt das nicht, wenn du da oben rumturnst? Doch, du turnst wohl. So ist schön. Jetzt bist du wieder da. Bitte was? Du darfst halt nicht so schaukeln. So, kann wieder vorne. Waren schon über der Erde hinweg. Ich bin mal früher hoch gelassen. So, hier links könnte man irgendwo festmachen wohl. Das ist der alte Anleger vom Chausseeberg, das wohl durch die Schleuse ersetzt wurde. Auch mit dichter Wasserschutz dahinter ist. Wenn man sieht das Sebewerk hier drauf. Halt, das Sebewerk, ja, es geht runter, am oberen Ende, da sieht man nicht viel. Die zweite Einfahrt hier geht in die neue Schleuse. Aber naja, kein Fall. Ja, wir fahren weiter, bis nach Hallens geht. Das grüne Ding da. Ja genau, das wäre wahrscheinlich die Einfahrt in die alte, das alte Schiffslebewerk. Und davor liegt ja schon ein Schiff, also da kann man sich wahrscheinlich festhalten. Die
Sachsen-Anhalt hat er festgemacht, ne? Ich hoffe, das ist nicht in Sachsen-Anhalt, der liegt. Nee, stimmt, die hört einfach noch aus. Das ist überhaupt von niemandem, wo sie gewohnt hat. Na gut, wir fahren jetzt einfach geradeaus weiter. Den Mittellandkanal lang. Und erstmal wird er wahrscheinlich nicht so spannend sein, weil wir ja höher als die umgebende Landschaft sind. Das heißt, links und rechts haben wir einen Weich. Aber wir schauen mal, wer kommt da mit. So, und bei diesem Notsperrwerk beginnt Haldensleben, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Fängt damit an. Das Ding wird runtergelassen, wenn der Kanal ein Loch hat, beziehungsweise der Dammkanal. Damit nicht der Mittellandkanal leer läuft. Gibt es immer da, wo Kanäle oberhalb des normalen liegenden Landes des Löcher. Gut, da war ich mal drauf. Da. Ja, ist auch mehrere. Ja. Und in Haldensleben gibt es an der linken Seite, linke Ufer, unsere Backbordseite, einen kleinen Sportfotografen, der uns von Kappa empfehlen wird, empfohlen wird. Die haben da mal gelegen und meinten, wäre schön. Dann guck mal, wir haben versucht anzurufen. Meldet sich niemand. Erst kam eine andere Nummer, ne? Ja, genau. In der Karte steht eine Festnetznummer, aber die hat nur ein Band zu laufen gehabt mit dem Text, dass es eine Handynummer gibt und die habe ich dann angerufen und der Teilnehmer ist nicht erreichbar. Und jetzt fahren wir einfach mal hingucken und hoffen, dass wir da noch ein Plätzchen kriegen. Und nach ein paar Tagen Selbstversorgung mit Brot und Ähnliches. Dann haben wir Lust auf was Richtiges zu essen. Auf was, was uns gekocht wird und wir nicht selber ziehen. Nein. Wir gucken mal. In der Nähe von dem Hafen scheint es in Griechen zu gehen. Das läuft gut im Netz. Der hat Mittwochsruhetag, ne? Das ist nur ein Lottraining. Das ist immer dann Ruhetag, wenn es nochmal im Ort ist, und zwar bei allen Lokalitäten. Ja, da links liegt doch eindeutig nach einer großen Einfahrt. Ja, aber dahinter ist auch eine Einfahrt mit einer grün-weißen Stange. Da ganz links? Nein, da ein Stückchen weiter hoch. Ich weiß nicht, welche Einfahrt das jetzt ist. Da zwei Einfahrten hier. Da sind tatsächlich zwei. Hier vorne die für den Wasserschutz und hier hinten. Nein, die Wasserschutz ist hier. Nein, hier. Das war doch der Industriehafen, wo Olga drin lag. Der Frachter, ich war gerade dran vorbei. Das war Tierernährung. Okay, dann ist der Wasserschutz. Und dann hier vorne ist Wasserschutz, ja, das sind alles amtliche Schiffe. Ja, richtig. Und die zweite Einfahrt noch vor der grünen Stange, würde ich mal sagen. Die war dahinter, gucken wir mal. Ich bin jetzt täuschen, weil es halt ein Stück weit heller ist, aber anders Farbe. Kommt nichts anders, ne? Wieder von vorne. Von hinten, die haben also alle Zeit der Welt und können gucken. Richtig. Da wo die vielen Flaggen sind, das sieht doch gut aus. Oder ist das die durchgehende Wand?
Da ist gar keine Einfahrt und die Einfahrt ist hin. Doch, da hinten. Das hier vorne könnte allerdings auch einer sein. Das werden wir gleich mal sehen. Das blaue könnte nämlich die Querwand sein. So sieht es im Augenblick aus und so wie die Schiffe drin liegen. Was steht da für eine 1,15? 1,50. 1,5, ne? Ja. Ja. So, dann drehen wir doch da mal rein. Und hoffen, dass wir am Platz sind. Machst du mal alles raus? Frag mal den Mann da links, ob wir da anlegen dürfen. Auf der anderen Seite von seinem Steg. Gut, dann die mittlere Klampe. Ich bin beim Vorwärts anlegen. Jetzt warte ich erstmal, bis da vorne aber dran ist und dann fange ich einmal an. So, Eddie, wenn du fertig bist mit Erzählen, kannst du uns festmachen. Ja, dann kannst du ein bisschen nach vorne ziehen. Ja, du kannst ja bei der Arbeit reden, nicht Spaß. So, und dann machen wir das hier nämlich anders. Ja. Das ist gut. Ja. So. Perfekt. Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Genau. Weißt du auch, ob wir hier einen Hafenmeister finden? Das war der eben. Ach, das war er. Da oben ist er. Das ist der telefonisch nicht erreichbar ist. Okay. Ja, genau. Ich habe es auch 10 auf 12 Mal versucht. Ja, ja. Aber das ist auch nur Reserve. Der wichtige ist wohl eben die Decken. Ach so, das gut. Halt durchgebrannt. Ja, ach so, mit der Kaffeekasse. Gut. So. Zufrieden, Micha? Die vorne kannst du noch immer ein bisschen, ein kleines bisschen durchsetzen. Nicht ganz stramm, aber... So, ja, sieht doch schick aus hier. Schönen Platz. Der Mann eben war der Hafenmeister. 17.20 Uhr. Neun Stunden, da haben wir uns Anlegestopp verdient.